Bei der tiefen Venenthrombose entstehen Blutgerinnsel in den Venen. Das betrifft vor allem die Beinvenen. Und es gibt hier verschiedene Ursachen, die dazu führen können. Begünstigende Faktoren, zum Beispiel Frauen haben häufiger Thrombosen. Man sieht es häufiger bei übergewichtigen Patienten und Rauchern oder bei Einnahmen gewisser Medikamente. Es kommt darauf an, wie ausgedehnt die tiefe Venenthrombose ist. Wenn sie nur die Wade betrifft, dann verspürt der Patient eine schmerzhafte Schwellung im Bereich der Wade. Wenn das ganze Bein betroffen ist, ist das ganze Bein geschwollen und in der Regel ist das auch sehr viel schmerzhafter. Die Gefahr der tiefen Venenthrombose ist die Verschleppung von Blutgerinnseln in die Lunge, eine sogenannte Lungenembolie. Wenn das auftritt, klagt der Patient dann noch zusätzlich über akute Luftnot. Die Thrombose erfordert eine unverzügliche Behandlung. In der Regel bekommt der Patient blutverdünnende Medikamente, entweder als Tabletten oder als Spritzen. Und es gehört auch noch dazu, dass das Bein, das betroffene Bein, mit einem Kompressionsstrumpf oder Verband gewickelt werden muss, damit das Blut besser zurück zum Herzen fließen kann.